Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Elex, sind hier unterwegs in dieser wunderschönen Landschaft, die dummerweise auch Feinde hat, aber bisher hatten wir keine schlimmen Feinde. Nö. Es war ganz gemütlich, dieses Herumlaufen. Wir haben auch kein bestimmtes Ziel. Doch, Hammer. Doch, haben wir? Ja. Was? Vollkraut holen. Was denn? Die Welches bestimmte Ziel haben wir denn? Raketenbohnen, was immer Ach das sein so, mag. diese Bodenliebe. Ja. Ja, das stimmt. Bleib hinter mir. Ach, habe ich wieder zu früh geschossen. Muss ich wieder so weit laufen? Ja. Aber es wird jetzt langsam abends, oder? Ja. Das ist Da sind auch natürlich noch ein paar nicht Pfeife. so Guck mal, schön. die grasen jetzt hier alle. Das Ich erledige das. Eins Keks. Oh, da kommt sie Noch ein aber in Keks, ja. rauen Mengen. Mit dem Rudelführer. Naja. Das macht. Oh ja, die reinste Herde Ja, hier. vielleicht gibt es hier auch einen Rudelführer für die Skekse. Wir dachten immer, bei den Raptoren gäbe es nur welche. Ach Aber so. vielleicht gibt es hier auch. Ist ein Rudelführer halt ein Rudelführer, wo er immer jemanden sieht, der aussieht, als könnte er einen Rudel bilden Der zusammen mit führt jedes anderen. Rudel, das er findet. Genau, nimmt er jedes Rudel und sagt, ich bin der Führer. Gute. Tja, Was ist denn das Komisches da? Was ist Eingang komisch? zum. Ist es das Tor Das zur sieht Hölle? aus wie ein Höhleneingang, Naja, sieht's. Ja, hm? Oh, Angst. könnte eine Mine sein oder sowas. Guckt Hä? mal doch mal auf die Karte. Wir sind noch eine ganze Ecke weg. Und? Tja, wir müssen gucken, hm? Oh. Du kannst ja wieder rausgehen, wenn es jetzt so gefährlich vorkommt. Goldbrocken. Das ist eine Goldmine, Oh. eine ehemalige. Ah, Na, vielleicht ist Musik aber auch noch wird nicht langsam aufgelassen. dramatisch. Dramatisch? Wo? Hallo? Oh, nicht wirklich. Aber hier gibt es jede Menge Ja, Goldbrocken. ja. Da hinten auch. Bisschen duster ist es hier. Ich hoffe, die locken dich nicht in eine Falle. Überall Gold. Man kann ja auch Schmuck bauen und kann den verkaufen. Wenn man Geld Ja, braucht. man kann auch das reine Gold, die reinen Goldbrocken verkaufen. Kann man auch. Ja, das ist dahinter. Da geht's irgendwie rechts rum. Hä? Was ist das eigentlich? Das ist eine Ader. Das kannst du abbauen. Komische Pflanzen. Kannst du abbauen, so keine Pflanze. Das sieht Das aus wie kann so ich eine. nicht Nein. abbauen. Oh, schade. Nee. Vielleicht kannst du da klettern, Drauf vielleicht was. rumklettern könnte ich, Ja. jo. Ja. Aber was habe ich davon? Nicht, du gehst ja halt nur näher ran Kann und ich guckst dir da runtergucken? diese, was das immer es ist, an. Aha. Hier geht's rechts rum. Ich würde mir das Gold alles mitnehmen. Aber da kommen Feinde irgendwo. Da sind Feinde. Ja. Aber die sind in dieser Richtung. Was sind die draußen? Aber es sind nicht wenige. Also sagen wir so, wenn ich rumgucke, werden es immer mehr. Oder sind das immer nur vier? Eins, zwei, drei, vier. Mal gucken. Erst mal die Goldbrocken alle Ja, auf einsammeln. jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter. Aber ich glaube, ich laufe jetzt wieder zurück. Kann Siehst das du aus? sein? Ich vermute, das war zurück. Oh, guck mal. Kannst du abbauen. Hier ist eine Goldader. Ja. So sehen ja hier die Adern aus. Ist ja nicht die erste, die wir gefunden haben. So. Fackel wieder aufnehmen. Das klingt jetzt komisch. Ist das der Wind, der Naja, hier das durch die ist Gegend alles etwas hier durchzieht? verdächtig hier.
Da geht's nach links, da geht's nach rechts. Oh, wir gehen erstmal rechts. Ja? Tja, wenn man so ein paar Geräusche macht, wie zum Beispiel heulender Wind, dann wird es richtig unheimlich. So schnell kann man da irgendwas machen. Ja. An der Stimmung rumdrehen. Und fühle ich mich noch wohl, jetzt fühle ich mich unsicher. Geht's hier weiter? Hm. Oh Mann. Laufen wir hier im Kreis? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Woher auch? Das sieht fast so aus, ja? Ja, du kannst ja noch ein paar Mal rumlaufen. Sieht so aus, ja. Es ist schlecht, irgendwo festzumachen. Dann die Abzweigung nach links, wenn wir eine finden. Ja. Hier zum Beispiel. Ja, genau. Und hier gibt es eine Goldader, also waren wir hier noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Und hier liegt es auf dem Boden. Ach so, deine Fackel. Die sollte ich wieder nehmen, sonst tappen wir wieder im Duster. Na, hier kommt man raus. Hier ist ein Ausgang. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Sollten wir wohl mal auf die Karte schauen. Da hinten ist übrigens ein Feind. Ja, ja, das sind einige rote Punkte und da hinten habe ich auch schon was gesehen. Ja, wir sind eigentlich da, wo wir fahren, oder? Sind wir hier rein? Ich weiß es nicht, aber es sieht so aus. Ja. Egal, wir gehen jetzt erstmal hier weiter am Rand vom Weiß. Wir haben auf jeden Fall schön Gold gefunden, ist doch gut. Ja, hier sind wir wohl rein, genau. Ja. Da werde ich mal offscreen, halt, Feind. Ein bisschen spazieren gehen und forschen. Nachtschatten. Naja, Nachtschatten ist schon ein bisschen, ist schon mal ein bisschen mehr als 60 Punkte. Aber 90 ist auch nicht mehr so viel für uns. Nee. Tja, aber ich habe keinen in dem Bergwerk, keine Matratze gesehen oder so. Nee, leider nicht. Ein unleidliches Wetter. Das wäre zu schön gewesen. Und es wird dunkel. Hier sieht es nicht gut aus. Hier sieht es gar nicht gut aus. Nein, und vor allem mit diesem riesigen Licht hier rumzulaufen. Ich fürchte, auf diesem Weg kommen wir da nicht hin. Das ist noch eine ganze Ecke weg ja, hier. Sicher. Da wird man wohl noch eher. Ja, hier geht's auch nur zum Reaktor oder hier rum. Oder von hier aus rum. Na gut. Weißt was? Wir gehen jetzt einen alten Bekannten besuchen, den wir allerdings noch nicht persönlich kennen. Nein? Nein. Gehen wir mal wieder zum Staudamm, waren wir schon lange nicht mehr. Ja, kannst du erstmal übernachten, wenn du irgendwo eine Matratze findest. Wenn wir irgendwo eine Matratze finden, können wir mal übernachten. Mal gucken. Hä? Albert, wer ist denn Albert? Wer ist denn Albert? Das ist doch nicht rot. Warum müssen wir auf ihn schießen? Nö, ich habe nur geguckt, wer das ist. Hallo, wer bist du denn? Jetzt nicht. Ach, der hat was zu tun. Oh, gut. Der wird garantiert mit ihm sprechen, aber nicht jetzt. Dann nicht. Aber können wir bei dir schlafen? Hier ist ein Bett. Gut. Schlafsack reicht auch. So. Was war da eben? War da irgendwas? Stand da was? Ja. Nee, Kaya war da. Ja, ansprechend Kaya. Also Kaya hätte ich schon gesehen, aber es war ein bisschen größer, das Wort. Ein bisschen länger. Also ich schätze mal, Albert hat hier irgendwas Wichtiges zu tun.
Hier ist noch ein anderer Kleriker. Ein Kleriker, ein Albert. Naja, das ist die bewachen wahrscheinlich ihre... So, ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite lang. Da möchte ich hin. Da werde ich mir eine Markierung machen. So, ja, wir müssen über den Staudamm drüber. Na, ach gut. So, man, bewachen die den Staudamm? Oder wie? Die Kleriker? Ja, das sind doch die, die hier den Staudamm bewachen, genau, und im Notfall springen wollen. Ja. Was wir nicht hoffen wollen. Die kennen keine Skrupel. Das ist ja nicht so richtig gut. Also, das stimmt. Das sind ja diejenigen, die so was haben, wenn man uns angreift, dann sprengen wir das. Nein. Kaya meinte, bei dem Mist vergisst man, wie schön das hier ist. Ah, genau. Ach ja, stimmt, hier sind die ja. Oh. Auch eine ganz tolle Sache. Ist doch egal, wer da bei unten krepiert. Ja? So, eben, Hauptsache wir sind da oben. Kalan wird uns schon schützen. Der Gütige. Haha. Bin ich auf dem rechten Weg? Vielleicht bist du auf dem linken. Ja, ich bin richtig. Hier unten. War ich nicht genau? Ach so, du gehst dahin. Nach links rum. Ist doch eine schöne Gegend zum Spazierengehen hier. Naja, vor allem, wenn das Wetter schön ist. Das Wetter ist ja nicht schlecht, abgesehen vom Regen. Naja. Aber das ist ja so ein Sonnenregen, der ist okay. Ja. Irgendwas ist hier irgendwo. Ja, hier ist ein Feind, auf jeden Fall. Schakal, naja. Oh ja. Der ist jetzt auch nicht mehr unbedingt schwer zu bekämpfen. Das ist nicht mehr der große Schrecken für uns, nein. So, ahnst du was? Ich sehe hier große eine Antenne, ja, genau. Schüsseln gen Himmel gerichtet. Aha. Oh. Hier ist Herr Booster. Hallo, der Herr. Hallo, Herbert. Ah, das ist ja einer von den Klerikern, oder? Ja. Das sieht aus wie ein Kleriker, ja. Na, da reden wir doch mal mit ihm, oder? Geht wir das? Haben ja Herbert aus vielen Radios unterwegs schon gehört. Stimmt, das ist ja der immer von Kalan spricht. Ach, Quatsch, du ja, sollst schlafen. Jetzt nicht schlafen gehen, du hast gerade geschlafen. Wenn er ist dann schläft er automatisch. Faulpelz. Hallo Herbert, kann man du auch mit dir reden? Mit Herbert unterhalten. Fremder. Hat der Ruf Kalans dich hergelockt? Nein. Nö, der interessiert uns nicht. Ich bin eher zufällig hier vorbeigekommen. Man weiß nie, was das Schicksal für einen bereithält. Es gibt noch zu viele Unwissende und Orientierungslose. Für mich bedeutet das, dass meine Aufgabe hier wichtiger ist denn je. Oh je. Was ist das hier? Meine eigene Radiostation. Wir haben es geschafft, eine Reichweite über ganz Abessa zu ermöglichen. Von hier aus können wir die Menschen über die Gefahren der Wildnis aufklären. Ich betreibe sozusagen Aufklärungsarbeit über das Elex und die vielen Formen des Missbrauchs. Also, wenn du mal irgendwo aus dem Orbit eine Stimme hörst, ist es mit Sicherheit meine. Na ja, haben wir schon mitgekriegt. Doch, ganz gut. Natürlich sind wir gleich den Goldbrocken. Gut, ja. Steht auch nicht geklaut dran. Du meinst, wer an Kalan glaubt, der braucht kein Gold. Vielleicht braucht er das. Propaganda kannst du auch mitnehmen, die kennen wir schon. Ja. Nicht wieder in den Schlafsack kriegen. So wie ein lustig, ne? Ja. So amerikanisch angehaucht. Du kannst ja auch eine Rundfunkstation aufmachen. Konntest du jedenfalls einfach so eine Zeit lang. Weiß nicht, ob es immer noch so ist. Kenn mich nicht aus. Ich auch nicht. So. Wir haben Herbert ausgeplündert. Ich meine, hier waren es immer gleich Piratensender.
Bitte wir was? Wir haben Herbert ausgeplündert, können wir wieder gehen. Genau, ist Herbert egal, weil das war ja... Ja, hier er hat es ja wohl offenbar. Nicht hoch, ich sehe auch nichts, was man hier plündern könnte. Das also ist der Mann, den wir oft, dessen Stimme wir im Radio gehört haben. Ja. Mhm. Gemein wie ich bin, habe ich meistens das Radio abgeschaltet. Wollen wir hier runter? Gucken wir mal. Ich wollte doch sowieso mal hier in der Gegend. Kennen wir das eigentlich schon? Was ich sagen wollte, da muss doch irgendwo ein Konverter sein. Hier. Hier ist der Konverter. Genau, den wollten wir doch mal abschalten. Können wir machen. Dann können wir mal hier runter über die Hauptstraße rüber. Jo. Gut, also auf zur Hauptstraße. Ist gerade günstig. Tja, aber Herbert lebt ja recht einsam, obwohl seine Kumpels sind ja so schrecklich weit nicht weg, die am Staudamm sind. Das ist auch was Hübsches, wenn man so durch die Gegend läuft und sich die Gegend anguckt, dass man immer wieder irgendwas unterwegs findet. Und so eine Kleinigkeit. Ein paar Kleinigkeiten, selten was Aufregendes, okay. Aber immerhin ist doch nett. Guck mal. Hallo, was machst du denn hier, du Nachtschatten? So siehst du also aus. Ist doch viel zu hell für dich. Ja, es ging los, es ist schon vorbei. Es ging los, aber jetzt ist schon wieder zu Ende, genau. Ja, sieht interessant aus. Hat ja so ein Horn. Aha. Trockenfleisch, Geldbündel. Und wieder eine unbrauchbare Verbandtasche. Ich suche ja immer noch nach den Brauchbaren, aber die sind wohl alle verbraucht. Hm. Irgendwo mussten wir hier links über eine Brücke. Ist sie das? Ja, da kommt er schon. Der Konverter. Ja, wir wollten doch einen Konverter abschalten. Ja, wenn wir schon mal unterwegs sind, kann man das ja mal machen. Wenn wir schon hier sind, machen wir einfach mal aus. Ach, sieht der Baum hübsch aus da vorne, ne? Ja, der sieht toll aus. Ja. Ne? Wie ein Apfelbaum in voller Blüte. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, könnte man. Aber die Straße ist ein bisschen sehr bedenklich. Da brauchst du ein Jetpack. Und dann musst du auch damit umgehen können und nicht etwa hier. Ja, mitten im Flug dachte ich, ich guck mal, was hier unten ist. Aber das war gar keine so gute Idee. Nein, und was haben wir hier? Ein Aasfresser? Was bist du? Ach so. Ein Beißer. Dummheit muss gebissen werden. Guck mal, wie hast du jetzt... Hast du dich selbst angezündet? Sieht fast so aus. Bravo. Reife Leistung, ne? Du solltest mal ein bisschen was essen. Du musst doch lernen, damit umzugehen. Solltest du halt nicht gerade dann in deiner Hand krepieren lassen, dieses, was immer geschossen warst. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber du hast es wohl geschafft. Aber irgendwie habe ich es hingekriegt. Halt, stopp. Hey. Das nicht sind gut. Doch die Separatisten. Ja, ja, ja. Ja. Alles klar. Ja, ja. Keine roten Punkte. Genau. Einfach reingehen, alles sammeln, was man findet und abschalten. Gut. Halt. Hier ist ja schon wieder so duster. Unbrauchbare Verbandtasche und eine Zigarette ist auch eine Mischung. Ne? Ja. So, war da drüben noch was? Nein. Rückenschalter. Na gut. Ja, das ist ja nur der Rufknopf für den Aufzug. Ja, ja, ist schon klar.
Ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche Gegner noch gibt. Bis jetzt sehe ich hier nichts. Halt, ach so, das ist unten. Oh, da habe ich unten noch was übersehen. Ja. Wird man bei Gelegenheit noch mal einsammeln müssen. Ach, ich brauche schon wieder eine Fackel. Ich sehe hier schon wieder nichts mehr. Übel, übel. Allerdings, wirklich übel. So, mehr gibt's hier sowieso nicht. Dann fahren wir höher. Hier geht's runter, oder? Ist wieder nach unten. Oder nicht? Wo? Es sah so aus, als ob du nach unten gefahren wärst. Hab den Falschen erwischt. Machtstoß. Das war der, den ich vergessen hab. Gut, fahren wir hoch. Ach, du musst den Aufzug wechseln dann, ja? Ja, ich muss den Aufzug wechseln. Ich bin einmal rundum gelaufen und mit dem gleichen wieder runtergefahren. Das war nicht so schlau. Oh, ein Händler. Ein Separatistenhändler. Wir können mal gucken, was er hat. Lass mal gucken, was hast du denn? Waffen hat er keine, Rüstung hat er keine. Drohnenkontrolle verkauft er. Das ist ein Zauberspruch, aha. Ja. Ja, da kann man sich eine Drohne holen. Ah ja. Reines Elex, Preise sind überall identisch. Es gibt nur Einheitspreise. So. Gucken wir mal. Aha. Elex-Tränke? Er hat einen starken Elex-Trank. Ja. Ach nee, Anleitung. Ja, ja. Und die hast du ja selbst. Ja. Das sind alles eine Anleitung da unten. Für 95, da hätte ich mir aber gleich eine ganze Menge starke Elex-Tränke gekauft. Nee, aber er hat reines Elex, sagt er. Aber, ja, können wir uns ja mal kaufen, ne? Ja, ein bisschen Geld brauchen hast wir du ja. Sowieso. Gut, danke. Hatte ich nicht mal eine Fackel? Ja, aber ich weiß nicht, wo du die jetzt... Du hast wahrscheinlich abgelegt, als du mit ihm gesprochen hast, oder vielleicht auch, keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich aber hier nicht. Ist es auch nicht so dunkel. So, mehr sehe ich hier nicht. Gehen wir mal weiter. Aha. Mann, schreckt ja mich. Ich warte immer noch drauf, dass einer kommt und mich angreift. Aber scheint hier nicht der Fall zu sein. Nee, warum auch? Sind Separatisten? Die haben den, ich weiß ja nicht, wie weit der Konverter unter ihrer Kontrolle ist, ob sie nur unten haben und oben noch andere rumsitzen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber dann werden sie ja permanent ist im Kampf. Eher unwahrscheinlich, hast du ja recht. Ja. So, hier sind wir hergekommen. Hat die Frau einen Namen? Nee, ne? Sieht aus wie eine Frau da, oder? Oder ist es auch ein Mann? Nee, ist auch ein, nee, alles ist eine Frau. Separatisten. Aber egal. Hat auch einen Namen. Separatistin müsste das doch eigentlich dann schon heißen. Ja. Ein Plasmagewehr, PT-3. Munition hätten wir ja reichlich dafür. Und, warum nimmst du es nicht? Keine Ahnung. Weil mein Bogen besser ist. Ja, dein Bogen ist besser als so ein normales Plasmagewehr höchstwahrscheinlich. Aber... So, da geht's weiter hoch, aber da drin gibt's bestimmt noch ein paar nette Sachen. Verschlossen. So, und? Hecken. Alle richtig, nur die falsche Reihenfolge. Ja, dann. Äh.
die 5 fehlt noch. Auch alle falsch. Also, Mann. Packen wir die 8 mal ganz nach vorne. Die 8 hast du. Hast du die 8? Ah, es sind 6, ja. Es sind 6. Ja. Ja. Gut. So. Dann. Warum hast du denn die 8 zweimal auf derselben? Ja, das war nicht schlau. Das war absolut nicht schlau. Das passt nicht. Die 7 auch nicht. Nee. Was denn? Nimm dann nicht. Ich wollte die 5 da hinsetzen. Nee, dann nimm mal die 7. Die 7 nimm da auch nicht. Dann kannst du nur noch die 6 nehmen. An der vordersten Stelle. Die 5 geht hier. Dann nehmen wir hier mal die 6 oder die 7. So, und hier 7 und 5 geht nicht. Die 6 haben wir schon. Dann kannst du die 8 nehmen. Dann kann eigentlich nur mehr die 8. Die mag er nicht. Können die auch doppelt nehmen? Kann man die auch doppelt nehmen? Die Zahlen? Nee, die sind ja alle richtig, nur an der falschen Stelle. Also macht es keinen so, Sinn, ja, irgendwas stimmt. Doppelt zu machen. Ja, da hast du recht. Stimmt. Also ist die 6 hier falsch. Mhm. Die 8 auch? Dann nehme ich 7. Dann kann hier eigentlich nur die 7 hin. Ja. Die 7, hier ist oben. Ist doch blöd. Ach, erlaubt er dir bestimmte Dinger nicht? Nee. Ach, du hast ja schon die. Nee, die 7 hast du nicht davor, das war ja falsch. So. Sieben. Die 7. Dann. Die 5. Nee, die 5 kannst du nicht nehmen. Nee, die 5 ist hier falsch. Ja. Aber 5 und 6 kann nicht da hinten sein. Also ist die 7 falsch. Gut. Mann. So ganz blick ich das nicht, weil es scheint so zu sein, als ob du bestimmte Zahlen dann nicht eingeben kannst. Na. Jetzt bist du wieder bei der 5. Geh doch lieber hinter die. Ja. Das Gefühl, was hast du denn rauskommen lassen? Du gehst immer wieder dann auf die erste. Ja, ich muss sie wegmachen, weil anders komme ich nicht weiter auf die zweite Stelle. Das ist irgendwie etwas blöd. Ach so. So, also, hier kann es die 8 nicht sein, aber alles andere. Probieren wir mal die 6, ha? Nimm dann nicht. Die 7 kann es nicht sein. Warum kann es die 7 nicht sein? Die 8 nimmt er hier nicht, weil die 8 haben Warum wir ja schon. Warum kann es die 7 nicht sein? Weil es nicht, er nimmt sie nicht an. Ich kann drücken, solange ich will. Ja, die 8 ist es sowieso nicht. 5 und 6 auch nicht. Also kann die 8 hier vorne nicht sein. Sag ich mal, doch. Das ist bescheuert. Meinst du, wir kriegen das heute noch gebacken? Nö. Also, 5. Hier. Was nehmen wir hier? 7. Die 7. Die 8. Geht nicht. Dann ist die 8 hinten. 6. Ja. Und die 7 geht nicht. Nein, du musst doch die 8 nehmen. Hinten musst du die 8. Ach so, da muss ja die 8 dann hin. Ja. Mein Gott. Ist der doof. Geht doch. Ich verstehe sowieso nicht, warum du da vorher mal zweimal die 8 genommen hast. Das war ja blöd. Ja, das war schon mal von der Haus aus schon mal blöd. Also irgendwo hast du heute nicht den richtigen Tag. Was? Zu solchen Sachen. Ich meine, zum Ballern schon, aber Ballern ist ja nicht so schwer. Oh, kleine weiße Steine mögen wir besonders gern. War das schon alles?
Egal, Hauptsache was. Hat sich doch gelohnt, die ganze Zeit in das Ding zu investieren. Ja. So, hier ist nichts mehr. Hatte ich nicht mal eine Fackel? Ja, hast du schon mal gesagt. Das heißt, die Frage hast du dir schon mal gestellt. So. Aber hier ist es wirklich nicht so dunkel. Ein großer Elixitbeutel. Ja, ja, was war denn das für ein Geräusch? Düdelt. Irgendwas hat düdelt gemacht. Elektroschrott. Nee, das ist dahinter. Ein Machtstoß. Oh ja, da ist er. Irritiert manchmal, dass man die Sachen durch die Wände durchsehen kann. Ja, irgendwie schon. Aber hat auch seine Vorteile. Ja, warum? Manches würde man nie finden. Naja, muss aber nicht unbedingt hinter der Wand irgendwie. Schon gut. Also du meinst, du würdest gar nicht erst in den nächsten Raum reingehen, das glaube ich nicht. Ja, ja, oder wenn es auf dem Dach ist, kann man sofort sehen, dass es sich lohnt, aufs Dach zu gehen. Eine verschlossene Truhe. Eine Truhe. Oh, ja. Ich bin ja heute besonders gut. Das war wohl nichts. Oh, und schon haben wir einen Dietrich weniger. Aha. Das war wohl nichts. Mann. Na gut, dann Pippi hier weiterhin sich bemüht, die Truhe aufzumachen. Machen wir einfach mal Schluss. Oh. Und jetzt kann man jetzt noch sehen, dieser Folge. Das war ja viel zu einfach. Ja, sagt ja auch noch. Das Amulett des Multitalents. Wow. Oh, das sieht gut aus. Stärke, Geschicklichkeit und Kampf. Das ist gut. 2x5, 1x2. Ja. Ja, schön. Vorhand. Das kannst du auch mal verwenden, wenn du endlich mal deine Resistenzen verbessert hast. Hast du ja schon verbessert. Ja, dann kann man den Ring wechseln. Ja, genau, das meine ich. Kann man einen Ring nehmen? So, ach so, das stimmt ja. Das war jetzt ein Amulett. Das Amulett kann man ja sowieso tragen. Was kriegst du denn eigentlich von Amulett? Guck mal doch mal. Amulett des Abenteurers. Rüstung und Schlösserknacken ist da drin. Hm. Kann man alle Ruhe überlegen. Okay, kann ich in Ruhe drüber nachdenken. Genau, wir machen jetzt Schluss. Okay, dann schalten wir den Konverter nächstes Mal ab und gehen oben rauf und gucken, was es da Hübsches zu holen gibt. Genau, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.